Hallo zusammen. Nächste Woche ist wieder Plenum und auch ich reiche einen Antrag ein. Es geht um die syrischen Flüchtlinge. Wie ihr vielleicht gehört habt, nimmt NRW neben dem Kontingent von den 5.000 bundesweit aufzunehmenden Flüchtlingen zusätzlich noch 1.000 weitere auf. Innenminister Jäger hat das groß angekündigt und die Schwierigkeit bei diesen 1.000 zusätzlichen ist, dass die komplett hier von ihren Familien versorgt werden müssen. Die müssen die Reisekosten alleine bezahlen, alles drum und dran. Da entstehen also den Kommunen keinerlei Kosten. Lediglich Krankenkosten würden die Kommunen bzw. das Land übernehmen. Jetzt denkt man sich erstmal, wow, 1.000 Flüchtlinge extra, das ist ja total klasse. Ist es aber nicht, wenn man erstmal hört, dass 9 Millionen Syrer aktuell auf der Flucht sind. Und ist es schon gar nicht, wenn man weiß, dass alle anderen Bundesländer bis auf Bayern und Baden-Württemberg überhaupt keine Obergrenze haben. In die Bundesländer können so viele Syrer kommen, die es schaffen, neben den ganzen bürokratischen Hürden hier von ihren Familien aufgenommen zu werden. Und deshalb fordere ich in meinem Antrag, dass auch in NRW diese Kappung wegfällt und NRW unbegrenzt syrische Flüchtlinge aufnimmt.